Start Deutsch 1. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Entschuldigung. Wo ist hier bitte der Deutschkurs A1? Moment mal, ich sehe nach. Der ist in Raum 15. Raum 15? Wo ist der denn? Der ist gleich hier rechts. Besten Dank. Entschuldigung, wo ist hier bitte der Deutschkurs A1? Moment mal, ich sehe nach. Der ist in Raum 15. Raum 15? Wo ist der denn? Der ist gleich hier rechts. Besten Dank. Nummer 2. Hallo, Magdalena. Morgen, Mehmet. Möchtest du auch einen Tee? Nein, danke. Ich trinke lieber Kaffee. Einen Kaffee und einen Tee, bitte. Hier, Magdalena, da ist dein Kaffee. Danke, Mehmet. Hallo, Magdalena. Morgen, Mehmet. Möchtest du auch einen Tee? Nein, danke. Ich trinke lieber Kaffee. Einen Kaffee und einen Tee, bitte. Hier, Magdalena, da ist dein Kaffee. Danke, Mehmet. Nummer 3. Ein Saft und ein Mineralwasser, das macht 2,70. Entschuldigung, das war sehr schnell. Wie viel? 2,70 €. Ah ja, okay. Moment. Hier sind 3 Euro. Danke. Und 30 Cent zurück. Danke. Ein Saft und ein Mineralwasser, das macht 2,70. Entschuldigung, das war sehr schnell. Wie viel? 2,70 €. Ah ja, okay. Moment. Hier sind 3 Euro. Danke. Und 30 Cent zurück. Danke. Nummer 4. Du, Claudia, hast du mal schnell Zeit? Ja, was ist los, Stefan? Hier, versuch mal, die Suppe. Ist da genug Salz dran? Ein bisschen langweilig. Hast du wirklich gesalzen? Irgendwie schmeckt das seltsam. Pfeffer hast du schon dran? Oh, verflixt, das habe ich vergessen. Aber 2 Löffel von dem da habe ich dazugegeben. Was? Aus der Dose da? Das ist doch Zucker. Du, Claudia,
Hast du mal schnell Zeit? Ja, was ist los, Stefan? Hier, versuch mal, die Suppe. Ist da genug Salz dran? Ein bisschen langweilig. Hast du wirklich gesalzen? Irgendwie schmeckt das seltsam. Pfeffer hast du schon dran? Oh, verflixt, das habe ich vergessen. Aber 2 Löffel von dem da habe ich dazugegeben. Was? Aus der Dose da? Das ist doch Zucker. Nummer 5. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Welche? Hatten wir Aufgaben? Eine Postkarte oder eine E-Mail schreiben und den Text auf Seite 89 lesen. Was war das mit dem Schreiben? Warum man nicht in den Kurs kommen kann. Ach so. Liebe Frau Bohn, leider kann ich heute nicht. Genau so. Und das Lesen? War das interessant? Es geht. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Welche? Hatten wir Aufgaben? Eine Postkarte oder eine E-Mail schreiben und den Text auf Seite 89 lesen. Was war das mit dem Schreiben? Warum man nicht in den Kurs kommen kann. Ach so. Liebe Frau Bohn, leider kann ich heute nicht. Genau so. Und das Lesen? War das interessant? Es geht. Nummer 6. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Wie spät ist es? 11:55. Was? Schon fast 12? Danke und auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Wie spät ist es? 11:55. Was? Schon fast 12? Danke und auf Wiedersehen. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Hier ist die Sprachschule Open Up. Die Auskunft ist im Moment geschlossen. Sie können uns telefonisch erreichen. Am Vormittag von 10 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr. Wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Nummer 8. Es war alles so durcheinander oder so. Ich meine, ich kann das nicht alles gleichzeitig. Ich kann gleichzeitig die Kassette hören und dann. Liebe Studentinnen und Studenten, leider ist Frau Bohn heute krank. Sie kommt erst in einer Woche wieder. Der Kurs fällt heute aus. Morgen haben Sie mit Stefanie Lechner Unterricht. Bitte machen Sie bis morgen die Übungen 5, 8 und 10 im Arbeitsbuch. Ich wiederhole, machen Sie die Übungen 5,
8 und 10 im Arbeitsbuch. Was? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis morgen. Oh, das ist schon am Anfang. Hast du das verstanden? Ich glaube, ich kann das nicht allein. Nummer 9. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin. Hier noch ein paar Informationen für Ihre weitere Reise. Der City Night Express nach Zürich fährt heute ausnahmsweise auf Gleis 13. Achtung, der ICE 1617 Hamburg-Berlin mit Weiterfahrt nach Dresden, planmäßige Ankunft 20.12 Uhr, hat ca. 30 Minuten Verspätung. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Ihr Bahnteam. Nummer 10. Heute im Sonderangebot. Letzte Gelegenheit. Modische Pullover in verschiedenen Farben. Spezialpreis 19,99 Euro. Herrenhose aus Baumwolle, gerade richtig für das Sommerwetter. Heute nur 35 Euro. Und in unserer Haushaltsabteilung ein erfrischendes Eis. Familienpackung. 1 Liter für nur 2,59 Euro. Ein heißer Preis. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Firma Konzept und Design, Charlie Bütikofer, Sie wünschen? Ich möchte Frau Sedelmeier sprechen. Wie bitte? Wen möchten Sie sprechen? Julia Sedelmeier vom Marketing. Moment bitte, ich sehe nach, ob sie da ist. Frau Sedelmeier ist im Moment besetzt. Kann sie zurückrufen? Gerne. Und wie ist Ihre Nummer? 06328957 21. Ich wiederhole 06328957 21. Genau. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Firma Konzept und Design, Charlie Bütikofer, Sie wünschen? Ich möchte Frau Sedelmeier sprechen. Wie bitte? Wen möchten Sie sprechen? Julia Sedelmeier vom Marketing. Moment bitte, ich sehe nach, ob sie da ist. Frau Sedelmeier ist im Moment besetzt. Kann sie zurückrufen? Gerne. Und wie ist Ihre Nummer? 06328957 21. Ich wiederhole 06328957 21. Genau. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Nummer 12. Was darf es sein? Ich hätte gern 1 Kilo Tomaten. Spanische oder italienische? Lieber die aus Italien. Sonst noch was? Danke, das wär's. Macht 1,50 Euro. Und 3,50 zurück. Danke. Was darf es sein? Ich hätte gern 1 Kilo Tomaten. Spanische oder italienische? Lieber die aus Italien. Sonst noch was? Danke, das wär's. Macht 1,50 Euro. Und 3,50 zurück. Danke. Nummer 13. Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Alejandro López. Nachrichten bitte nach dem Signal. Guten Tag, Herr López. Hier spricht Ursula Losert von der Firma Bause und Bause. Sie haben eine Bewerbung geschickt und, ja, wir möchten Sie gern zum Bewerbungsgespräch einladen. Unser Vorschlag für einen Termin ist nächste Woche Donnerstag, 15 Uhr. Passt das für Sie? Bitte rufen Sie mich an. Sie erreichen mich unter 040 123 444. Vielen Dank. Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Alejandro López. Nachrichten bitte nach dem Signal. Guten Tag, Herr López. Hier spricht Ursula Losert von der Firma Bause und Bause. Sie haben eine Bewerbung geschickt und, ja, wir möchten Sie gern zum Bewerbungsgespräch einladen. Unser Vorschlag für einen Termin ist, nächste Woche Donnerstag, 15 Uhr. Passt das für Sie? Bitte rufen Sie mich an. Sie erreichen mich unter 040 123 444. Vielen Dank. Nummer 14. Guten Tag. Sie haben die Nummer der Firma Bause und Bause gewählt. Im Moment ist das Sekretariat nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Ihre Nummer. Wir rufen Sie zurück. Vielen Dank. Ja. Guten Tag, mein Name ist Alejandro López. Ich habe eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ja, und ich möchte nur sagen, der Termin am Donnerstag passt gut. Aber ich habe noch eine Bitte. Können Sie mir den Weg zu Ihrer Firma erklären? Ich wohne noch nicht lange in Lüneburg. Und in Hamburg war ich noch nie. Also, ja, das war es. Danke. Guten Tag. Sie haben die Nummer der Firma
Bause und Bause gewählt. Im Moment ist das Sekretariat nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Ihre Nummer. Wir rufen Sie zurück. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Mein Name ist Alejandro Lopez. Ich habe eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ja, und ich möchte nur sagen, der Termin am Donnerstag passt gut. Aber ich habe noch eine Bitte. Können Sie mir den Weg zu Ihrer Firma erklären? Ich wohne noch nicht lange in Lüneburg. Und in Hamburg war ich noch nie. Also, ja, das war es. Danke. Nummer 15. Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Alejandro Lopez. Nachrichten bitte nach dem Signal. Guten Tag, Herr Lopez. Hier spricht noch einmal Ursula Losert von der Firma Bause und Bause. Leider erreiche ich Sie nicht persönlich. Schade. Also, nehmen Sie den Zug nach Hamburg. Unsere Firma liegt sehr zentral, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da findet man nur schlecht einen Parkplatz. In Hamburg nehmen Sie den Ausgang Hauptbahnhof Süd. Dann nehmen Sie die U1 Richtung Großhansdorf und steigen an der ersten Haltestelle aus. Und dann? Ach, wissen Sie was? Ich schreibe Ihnen dazu eine E-Mail. Dann haben Sie alle Informationen im Überblick. Auf Wiederhören, Herr Lopez. Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Alejandro Lopez. Nachrichten bitte nach dem Signal. Guten Tag, Herr Lopez. Hier spricht noch einmal Ursula Losert von der Firma Bause und Bause. Leider erreiche ich Sie nicht persönlich. Schade. Also, nehmen Sie den Zug nach Hamburg. Unsere Firma liegt sehr zentral, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da findet man nur schlecht einen Parkplatz. In Hamburg nehmen Sie den Ausgang Hauptbahnhof Süd. Dann nehmen Sie die U1 Richtung Großhansdorf und steigen an der ersten Haltestelle aus. Und dann? Ach, wissen Sie was? Ich schreibe Ihnen dazu eine E-Mail. Dann haben Sie alle Informationen im Überblick. Auf Wiederhören, Herr Lopez. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.